Hallo und herzlich willkommen zum neuen Carnicult-Video. So manch einem wird Angst und Bang, wenn der Tierarzttermin ansteht. Und nicht nur Härchen, so manchem Hund auch. Und deshalb zeigen wir euch heute, wie ihr euren Hund vorbereiten könnt für den Tierarzt. Für viele Hunde beginnt der Stress schon, bevor sie überhaupt behandelt werden. Sie kennen es nämlich nicht, auf einem Tisch zu stehen. Beziehungsweise, sie kennen es nur vom Tierarzt und haben unter Umständen nicht die beste Erinnerung daran. Deshalb beginnen wir unser Tierarzttraining mit der Gewöhnung an den Tisch. Das positive Erleben steht dabei im Vordergrund. Also spare nicht an Leckerchen und Lob für deinen Fellfreund. Du kannst ihn mal absitzen lassen, mal hinlegen, mal das Stehenbleiben üben. Es schadet auch nicht, wenn er sich sicher auf dem Tisch bewegen kann. Aber pass gut auf, dass er nicht herunterfällt. Prima, feiner Atos. Als nächstes trainieren wir das Festhalten des Hundes. Dazu lernt er zuerst, seinen Kopf auf deine Hand zu legen. Natürlich bekommt er auch dafür reichlich Belohnung, denn er soll es gerne machen. Natürlich reicht es nicht, wenn der Hund freiwillig seinen Kopf auf deine Hand legt und bei der ersten Berührung vom Tierarzt nach ihm schnappt. Er muss richtig gehalten werden und dein Job ist es, ihn daran zu gewöhnen. Also legst du nun deinen linken Arm über den Widerriss des Hundes und fasst mit dem Daumen in sein Halsband. Dann drückst du seinen Kopf leicht an deinen Körper und beginnst ihn zu kraulen. Sollte dein Hund versuchen, sich herauszuwinden, dann sagst du Nein und korrigierst ihn, bis er sich wieder halten lässt. Dann wird er sofort wieder belohnt. Ziel ist aber, das Halten in so kleinen Schritten zu steigern, dass der Hund sich nicht dagegen wehrt. Manchmal musst du deinen Hund nicht nur festhalten, sondern ihm auch den Fang zu halten. Zum Beispiel, um das Hecheln kurz zu unterbinden, wenn der Tierarzt oder die Tierärztin deinem Hund mit dem Stethoskop abhören möchte. Also bereiten wir den Hund auch darauf vor. Fang kurz zuhalten und belohnen. Mit ein bisschen Übung lässt sich auch dein Hund das gefallen, ohne in Stress zu geraten. Apropos Stress, viele Hunde haben zwar kein Problem damit, wenn sie von ihren Besitzern angefasst werden. Macht das aber eine andere Person, kann das ganz anders aussehen. Deshalb solltest du deinen Hund auch daran gewöhnen. Du hältst ihn fest und jemand anderes berührt ihn kurz. Die Person sollte die Berührung unbedingt vorher ankündigen, damit der Hund sich nicht erschreckt. Anfangs reicht eine kurze Berührung und schon wird der Hund belohnt. Nach und nach kannst du das dann ausbauen, bis eine fremde Person den Hund komplett untersuchen kann. Und dann musst du noch das Hochheben trainieren. Der Hund muss ja irgendwie auf den Tisch kommen. Dazu legst du den rechten Arm zwischen den Vorderläufen hindurch an den Brustkorb. Hat der Hund kein Problem mit der Berührung? Dann legst du deinen linken Arm zwischen Rute und Gesäß hindurch und fasst mit der Hand an den Oberschenkel. So kannst du ihn sicher hochheben. Mit Athos muss ich das noch ein bisschen üben. Wie ihr seht, gefällt es ihm nicht, wenn ich ihn hochhebe. Das war auch bisher nicht nötig, da Athos gerne auf den Tisch springt. Aber auch er wird älter und ich werde es ab jetzt mit ihm üben. Das war der erste Teil unseres Tierarzttrainings. Nächste Woche folgt dann Teil 2. Da zeigen wir euch, wie ihr euren Hund aufs Untersuchen vorbereiten könnt. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr sie nützlich findet, dann lasst uns einen Like da und abonniert unseren Kanal. Und schaltet auch das Glöckchen ein, dann verpasst ihr nämlich keins mehr. Nächsten Donnerstag sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Carni, kultiviere dich!